Es ist draußen zwar auch scheiße warm, aber ich werde für euch das Opfer aufbringen, um das Let's Play zu Ende zu bringen. Ich denke mal, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, wird euch das nächste auch gefallen. Aber so viel dazu, geh weg. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. So. Okay, bis später. Was bist du denn für einer? Geh weg. Wenn jetzt hier ein Bulle kommt, du Arschloch. Verpiss dich. Verpiss dich. Du sollst dich verpissen. Oh, verdammte Scheiße. Och, nee, ey. Alles wegen dem dreckigen Scheißkunden, ey. Ah, naja, erstmal suchen wir uns mal einen Sachenladen. Ein Modegeschäft, wie man in diesem Fachjargon auch sagt. Um uns umzukleiden. Und dann müssen wir erstmal das Geld für Bruno auftreiben. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das machen werde. Man könnte jetzt natürlich die verschiedenen Geschäfte überfallen oder Waffengeschäfte auch überfallen, um dann die Kassen auszurauben. Da kriegst du so maximal $200 ungefähr. Oder, wie ich es wahrscheinlich machen werde, ich werde Autos knacken und sie dann zu Brewski bringen, um sie dort zu verschrotten, um so ein bisschen Geld zu kriegen. Da kriegt man ungefähr, oh Gott, ich glaube 400, glaube ich, waren das. Ja, wenn ich da ein paar Autos geknackt habe, dann habe ich das Geld auch schon zusammen. Und mit dem Schmuckstück hier werde ich da sicherlich auch noch ein paar Kröten bekommen. Aber jetzt erstmal in den Klamottenladen. Und wie ich mein Glück könne, ja, da kommt gleich ein Polizeiauto. Das war ja mal wieder typisch. So, ich meine Karre erstmal hier abstellen. Und dann ganz gemütlich in den Laden laufen. Erstmal wieder meine gewohnte Position, was auch gut an Mafia 2 ist. Die Laden sehen guten Tag, Sir. Schön, Sie zu sehen. Fast überall gleich aus. Der Kerl hat den Verstand verloren. Oh, Waffen sind hier. Oh! Ich hab ihn Was so? Ja, und wie ihr seht, kann das auch in die Hose gehen. Oh fuck. Das werde ich mir jetzt merken. Da fahre ich doch lieber woanders mal hin. In das Modegeschäft. Das war auch gerade wieder ein bisschen fail, was nicht hätte sein müssen, denn ich bin ja gar nicht in einer Mission gestorben, sondern nur, weil ich mir ja unbedingt neue Sachen kaufen wollte. So einfach kann es ja gehen. Weil Geld dafür ausgeben will ich ja auch nicht. Weil das Geld brauche ich ja für Bruno. So. Bevor ich jetzt hier diesen Laden überfalle, werde ich erstmal schauen, ob hier irgendwelche Typen drin sind, die mir gefährlich werden könnten. Die haben meistens so einen komischen Hut auf. Guten Tag, Sir. Schön, Sie zu sehen. Der sieht nicht so aus, als wenn... So, was haben wir denn da? Reicht das denn überhaupt für einen? Ja, das müsste reichen. Mit einer Waffe haben Sie hier nichts verloren. Bitte, bring mich nicht um! So. So, jetzt geht das alles ganz fix. Holen wir uns den Anzug. Ja, geh einfach weiter, Polizist. Da liegen drei tote Menschen und geh du einfach weiter. Naja, ich würde mich erstmal verpissen hier. Und ganz unauffällig den Tatort verlassen natürlich.
wie sich das gehört für einen Verbrecher. Du Vogel. Fährt gegen mein Auto. Oh, Idiot. So, obwohl es mir schon fast leid tut, das Auto zu verschrotten, zu müssen, muss ich das denn jetzt doch leider machen? Wo muss ich da denn eigentlich dann hin? Fahr zu Derek, erkunde dich, ob er Arbeit für dich hat. Ah, okay. Dann fahren wir erstmal zu Derek. Der gute alte Derek, der uns am Anfang des Spiels geholfen hat. Mit Kisten schleppen, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Da muss ich jetzt erst einmal hin. Um zu schauen, ob er Arbeit für mich hat. Ich hoffe mal, ich muss nicht wieder Kisten schleppen oder sonst irgendeinen Scheiß für das Arschloch machen. Arschloch, der ist ja eigentlich ganz nett, der Junge. Bis jetzt zumindest. Aber jetzt freue dich erstmal auf eine lange Fahrt bis zum Hafen. Ihr könnt auch das Video ein bisschen überspringen, so eine Minute, denke ich mal. Dann sind wir auch schon bei Derek. Um nochmal auf das Let's Play zurückzukommen. Fuck. Ja. Also Klaus und ich haben das so uns abgemacht, dass ich Spiele Let's Playen werde, die so in der modernen, in der heutigen Zeit spielen. Ja, ich weiß, Mafia 2 spielt nicht gerade in der heutigen Zeit. Und er spielt dann eher solche Spiele, die in der Vergangenheit spielen, solche Mittelalterspiele, solche Rollenspiele, wo du gegen Drachen kämpfen musst und so halt Pfeil und Bogen, Krieger, Hexer, Magier, eben sowas. Ja, aber es könnte natürlich auch sein, dass wir uns auch mal so damit so abwechseln werden. Aber größtenteils wird es halt so laufen. Jetzt eigentlich hier runter oder so lang? Ah, ich glaube hier lang. Genau, da ging es ja mal zum Hafen. Ja. Also das nächste Spiel, was ich Let's Playen werde, da werde ich die Story Let's Playen. Und Klaus hat das Spiel dann auch. Fuck. Und wir werden das im Multiplayer zusammenspielen. Wenn es im Multiplayer eine richtige Story hätte, würden wir das natürlich gemeinsam Let's Playen, aber die Geschichte hat leider so gut wie keine Story im Multiplayer, das heißt, ich muss die Story multiplayern und dann halt im Mehrspieler werden wir zusammen die Stadt erobern oder sowas ähnliches in der Art. So, und dann sind wir ja auch schon zur bei der Hafeneinfahrt, gleich gegenüber ist ein Waffenladen, das ist natürlich auch gleich gut. Und wir werden jetzt erst einmal unser Auto hier abstellen, in der Hoffnung, dass wir es gleich auch wieder bekommen werden. Was ich glaube ich nicht. Naja, stellen wir es mal hier ab, mitten auf der Straße, beziehungsweise mitten auf dem Weg. In unserem schönen Anzug, es ist eigentlich blau, ist das schwarz oder ist das schon wieder so ganz dunkles Lila? Ich weiß es nicht. Und die Titanic. Hafenarbeiter, wie wir es halt immer gewohnt waren, und in der Zeit, wo ich im Knast war, hat sich natürlich hier auch nichts verändert. Hey, Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison.
Ich gebe dir $1,000, einverstanden? Klar, bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima, du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Das ist ja ein lustiger Krüppel heute wieder, der Steve. Der hat ja wieder richtig gute Laune, die alte Partykanone. Ach, da stehen ja schon die anderen bereit. Und los geht es. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Wochen, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Tarif. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Klar. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für diese Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek. Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass. Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben kann. Halt deine blöde Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn um...